Hallöchen, hier ist wieder euer Hotdog und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft. Heute sind wir wie immer auf unserem Springfield-Server und bauen nun das kommende, wie angekündigte Aztec-Theater. Ja, Aztec-Theater. Es ist ja eigentlich ein Kino in Springfield, aber trotzdem heißt es Theater. Vielleicht wird da immer so auf Theater gespielt. An der Kasse, wenn sie nicht bezahlen wollen. Ich weiß es nicht. Ja, in dieser Folge machen wir einmal die Schrift, wie das Schild und unten schon den Bau. Ich habe sie schon mal vorgebaut, damit ich ja weiß, wie es aussieht. Ja, für diese Folge brauchen wir eine Menge Blöcke, also macht euch schon mal gefasst. Ja, wir nehmen dann auch erstmal welche. So, welche nehmen wir zuerst? Das, 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 das. Das nehme ich mir auch noch mit. Das nehme ich mir noch mit. Und das nehmen wir auch noch. Ja, für den unteren Bau benötigen wir jedenfalls Yuan, wo Wolle, irgendwie so. Brauner Lehm, also der normale Lehm, Standardlehm, ne? Was ist das hier? Hellblau gefärbter Lehm brauchen wir. Rosa Wolle. Hier auch wieder so ein Glas. Yuanes, Buntglas. Dschungelholzstufe, Lehm und roter Teppich. Haben wir all das? Nehmen wir erstmal unser Guan-Wolle. Setzen einen Block. Daneben setzen wir dann 1, 2, 3, 4 Blöcke. Wieder einer so nach vorne. Dann lassen wir erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6. Ne, 7 Blöcke. 7 Blöcke Platz. Dann setzen wir wieder ein. Und wieder 4 und ein hier. Sieht das alles erstmal so aus? Danach nehmen wir unseren Lehm, setzen dann an dieser Reihe an und ziehen das alles denn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blöcke nach hinten. Das machen wir dann erstmal überall. Also jetzt hier an den Seiten setzen wir immer hinter diesen einen abstehenden Block an. Auf der anderen Seite machen wir genau das gleiche Spiel. So. Danach nehmen wir unseren hellblau gefärbten Lehm und ziehen das alles erstmal 3 Blöcke hoch. So, immer auf diese vorderen stehenden Blöcke. Dann nehmen wir wieder unseren braunen Lehm und ziehen dann erstmal, nee, füllen das alles hier erstmal aus, so dass wir dann hier noch so ein viel großes Fenster haben. Machen wir auf beiden Seiten. So. Danach können wir dann auch die inneren Wände ausfüllen. Erstmal so weit nach hinten, ne? Zack, 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 zack. Und dann noch die Seite noch. Wir wollen ja erstmal hier alles fertig kriegen. So, noch hier zuziehen. Fertig. So, das war schon mal der erste Schritt. Der zweite Schritt folgt zugleich. Das heißt, wir nehmen wieder unser Guan-Wolle und setzen dann jeweils überall noch eine rauf vorne auf diesen Säulen. So. Super. Danach nehmen wir dann rosa Wolle. Und dann setzen wir dann erstmal, also hier vorne in der Mitte, ein, dann dahinter zwei. Dann nehmen wir unser Guanes Buntglas und ziehen das dann alles erstmal hier zwei Blöcke hoch. Und vorne unten lassen wir da einen frei. Dann nehmen wir unsere schöne Wolle und ziehen dann dahinter dann erstmal sowas hoch. Zack. So. Und dann oben jeweils noch eine Schicht setzen. Danach kommen wir schon zum Boden. Das heißt, wir gehen hier vorne schon ran. Mal so zwei Blöcke nebeneinander, dann ein nach hinten, dann noch ein nach hinten und dann so.
Das ziehen wir dann natürlich bis nach hinten hin so ran, sodass an der Seite übelst noch eine Blockreihe frei ist. So. Zack, 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 zack. Danach nehmen wir unseren normalen Lehm, also kein gebrannter, ganz normaler. Und da jetzt an der freien Seite, jetzt hier an der freien Seite, füllen wir den dann da rein. Tam, tam, tam. Et voilà. So. Danach nehmen wir uns dann erstmal aus unserem Creative noch eine Steinstufe und die setzen wir dann jeweils hier davor. So. Jetzt sehe ich gerade, jetzt habe ich hier gar nicht hochgezogen. Das machen wir noch schnell. Dafür haben wir noch Zeit. Sieht das alles erstmal wieder so aus. Danach gehen wir jetzt hier hinten, wo unser Teppich ist. Setzen dann erstmal immer so als zwei Blöcke nach innen, so als Markierung. Gucken, ob der hier auch wirklich denn so in der Mitte ist. Setzen wir das jeweils an den Seiten erstmal hoch. Dann nehmen wir unseren hellblau gefärbten Lehm und ziehen dann erstmal so einen Rahmen. Dass immer noch in der Mitte ein Block frei ist. Aber jetzt gehe ich kurz mal hinten gucken, weil ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Nee, ist anders. Der Rahmen erweitern wir, so dass hinten immer nur eine Blockreihe ist. Aber trotzdem lassen wir den Rahmen. Da-dum. So sieht das denn erstmal alles aus. Danach gehen wir erstmal in unsere schöne Truhe. Bringen da erstmal ein paar Blöcke hin. Dann nehmen wir uns das. So, jetzt brauchen wir weißes Buntglas und hellblaues Buntglas und einen Zaun. Das Ganze platzieren wir hier hinten an der Tür. An den Seiten immer das blaue Buntglas und dann ja, nochmal blaues Buntglas. Einmal nehmen wir jetzt das Weiße. Das heißt denn, diese Blöcke, die füllt ihr dann jetzt mit roter Wolle aus. Und dann nehme ich mir mal schnell rote Wolle. Da setzt ihr dann solche weißen Glasscheiben ran. Und in der Mitte der Zaun. Haben wir schon mal eine Tür. Ja, dann löschen wir erstmal unser Inventar und holen uns wieder neue Blöcke. Denn jetzt machen wir oben das Schild. Das heißt, dann nehmen wir uns den hier, den hier, den hier. So, wir brauchen jetzt erstmal gelbe Wolle und hellgrüne Wolle. Die setzen wir jeweils dann in einen Muster. Mal so einen karierten Muster. Das machen wir auf beiden Seiten. Oh, hier natürlich auch. So, zack. Danach gehen wir wieder erstmal in unsere Truhe, weil ich sehe, wir brauchen noch ein bisschen was anderes. Nehmen wir uns. Din, 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 din. Das nehmen wir uns, das nehmen wir uns. Und das. Und dann brauchen wir wieder unsere schöne Wolle. Uan-Wolle.
und ziehen dann die Säulen in der Mitte zwei Blöcke hoch. Danach. Danach setzen wir dann hier erstmal Quarzsäulen hier so quer ran. Machen wir dann zwei Blöcke hoch. Dann nehmen wir uns Ziegelsteintreppen und setzen die dann so jeweils umgedreht an den Seiten an. Dann nehmen wir unsere Ziegelsteinstufen und verbinden das alles. Dann haben wir schon mal so ein, na da wo mal gezeigt wird, hier was läuft als nächstes im Kino. So, danach brauchen wir denn, das hier ein Gewusel mit den Blöcken. Dschungelholzstufe brauchen wir denn. Ja, die Dschungelholzstufe. Die setzen wir dann jetzt hier unten, wo unsere Quarzsäule ist, damit man die nicht sieht. Natürlich füllen wir dann jetzt auch gleich die ganze Decke damit aus. Dum, 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 dum. Hier alles ausfüllen. Natürlich könnt ihr auch dunkle Holzstufen nehmen, wenn ihr meint, es sieht besser aus oder passt besser zu den Wänden. Dann nehmt auch ruhig dunkle Stufen. Aber ich entscheide mich mal ein bisschen mehr heute für einen hellen Ton. Danach nehmen wir jeweils unsere Goldblöcke und ziehen dann eine Ebene erstmal hier so quer rüber. Dann setzen wir erstmal auf jeder Seite immer einen so nach oben, lassen einen Block frei und setzen zwei, dann nochmal zwei und die ziehen wir wieder hoch, so dass wir dann hier so eine Treppe haben. Ich empfehle euch, macht das immer erst auf beiden Seiten, so kommt ihr nicht durcheinander. Dann hier oben einmal. So und so. Und das hier unten reißen wir ab. Danach nehmen wir unsere rote Wolle und ziehen dann erstmal so einen Kreis. Oben natürlich verbinden. Dann brauchen wir rosa Wolle, die habe ich gerade nicht zur Hand. So, rosa Wolle und dann einmal hier so ringsrum ziehen. Dann nehmen wir wieder rote Wolle, machen das gleiche Spiel wieder und wieder rosa Wolle. Danach nehmen wir unsere Goldblöcke, setzen hier oben in der Mitte an und ziehen dann erstmal so ein kleines Hütchen hier rauf. Also ich sage dazu jetzt Hütchen, weil ich finde, das sieht immer aus so wie ein Hütchen. Danach dann hier schräg darüber auch nochmal einen Block. Dann setzen wir das dann alles erstmal. Dann ziehen wir erstmal hier in der Mitte drei Blöcke hoch. Dann wieder drei, wieder drei. Und dann machen wir hier so ein Dreieck an der Seite. So ein Winkel, ne? So ein rechter Winkel an der Seite hier, so ein kleiner. Und dann wieder immer zwei Blöcke hochziehen. Sieht erstmal so aus. Danach nehmen wir dann hellgrüne Wolle und setzen dann hier um den oberen Bereich überall grüne Wolle, so dass keine freie Stelle mehr so frei ist. Dam, dam, dam. Hier ein, da ein, noch ein. Zack, zack, zack. Fertig. So sieht das erstmal aus, alles. Das überlege ich gerade. Ach, haha, jetzt weiß ich's. So, wenn wir das erstmal alles gemacht haben, nehmen wir wieder unsere Wolle und setzen das alles einmal in den Block vor. So, so, so
Damit kriegen wir so einen schönen 3D-Effekt. Wenn ihr gerade eben euch fragt, warum ich gerübelt habe. Ja. So habe ich das gemacht. So muss ich erstmal wieder überlegen. Hä? Wie war das? Und natürlich das auch mit den Goldblöcken. Das Grüne ziehen wir nicht vor. Das lassen wir dahinter. Ihr könnt dann auch mal, sage ich mal, immer so einen Block dahinter lassen, sodass das dann so 3D-mäßig rüberkommt. Aber wir machen jetzt alles nach vorne. So. So sieht das aus. Man kann auch noch die Goldblöcke ein nach vorne setzen, wenn man das schicker findet. Kann ja mal gucken, die Seite so oder entweder ein nach hinten. Aber ich sag mal, wir lassen das einmal nach hinten und ziehen nur die Mitte einmal nach vorne. Das sieht dann am besten aus. So. Gehen wir erstmal in unsere Kiste und gucken noch, was wir für Blöcke haben. Dann nehmen wir uns mal ein Gemälde raus. Und irgendeinen Block. Das könnt ihr euch einfach mal als Gedächtnisstütze machen. Also jetzt hier, wo wir die Fenster freigelassen haben. Zack, zack. Zack, zack. Die füllen wir jetzt einfach mit irgendeinem beliebigen Block aus. Ihr hättet jetzt auch, sag mal schnell, den braunen Lehm nehmen können. Dann nehmt ihr das Gemälde und setzt dann hier so ein. Kriegt das heute noch hin hier? Ja, nein, nein. Zu groß. Zu groß. Nein. Ach, ich kriege nur große Bilder heute. Wieder ein großes. Solche vier Blöcke großen Bilder setzt ihr denn hier rein? Ach, verdammt. Ja. Da könnt ihr euch dann aussuchen, welche ihr reinnimmt. Das ist denn Banane. Innen drin machen wir das auch. Das heißt denn, lassen wir hier an der Seite zwei Blöcke frei und setzen dann hier ein Viererbild, lassen zwei Blöcke frei und setzen wieder ein Viererbild, sodass wir am Ende wieder zwei Blöcke frei haben. So seht ihr dann auch, habt ihr richtig gebaut? Dann müsste das so sein. Auf der gegenüberliegenden Seite machen wir genau das gleiche Spiel. Ach, hier war gleich eins am Anfang. So. Das Ganze sieht dann erstmal so aus. Danach machen wir dann nur noch unsere Schrift unseres Kinos. Dazu benötigen wir Sandsteintreppe wie Sandsteinstufe. Da fangen wir dann gleich hier unten an. Nehmen eine Treppe, dann noch eine Treppe darüber, haben ein C. Danach kommt ein E, das heißt dann drei Treppen, also eine, zweite und dann, nee, wir nehmen eine Stufe, haben ein E. Danach lassen wir wieder einen Block frei. Das geht jetzt nicht durch den Slab, aber wir arbeiten jetzt wieder mit dem Slab. Das heißt, wir setzen dann einen so nach oben an, dass wir dann hier, sag ich mal, von weiter weg sieht das dann aus wie ein Block frei. Danach nehmen wir dann, machen wir zwei Blöcke wieder darüber. Und an der obersten machen wir dann wieder, machen wir so ein T. Dann wieder darauf achten, dass dann wir wieder oben einen Block freilassen. Nehmen wieder unsere Slabs. Und dann, nee, hier setzen wir eine Treppe an. So. Und formen uns da so allmählich ein Set raus. Oben dann noch eine Stufe ansetzen und wieder nach vorne ziehen. Schon haben wir ein Set. Danach wieder darüber. So. Einen Block freilassen, das heißt, wir müssen hier wieder mit Slabs arbeiten. Dass wir dann so einen Block als optische Ansicht frei haben. Danach ziehen wir dann hier jeweils immer nochmal wieder zwei Blöcke nach oben. Sodass wir dann hier uns so ein A formen können. Jetzt wundert ihr euch bestimmt, ey, das A schwebt ja in der Luft. Aber wir ziehen hier hinter noch das Gebäude höher, sodass das A dann natürlich dann am Gebäude irgendwie befestigt ist. Ja. Das ist dann erstmal unser Anfang unseres Kinos. So sieht das alles erstmal aus. Natürlich ziehen wir dann hier noch ein bisschen höher und alles. Und ja. Das war's dann auch für diese Folge erstmal wieder. In der nächsten Folge bauen wir dann, ich kann es ja schon wieder verraten, ich
Ich bin ja so ein frecher Typ. Das heißt, dann machen wir hier die Seiten wie die Decke. Und ja, das werden wir dann erst in der nächsten Folge schaffen. Und darauf folgenden machen wir dann die Inneneinrichtung und hinten noch den Komplex, wo der Kinosaal drin ist. Aber bis dahin haben wir erstmal diesen Anfang. So, stelle ich mich denn jetzt am besten hin? Dim, 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 dim. Ich stelle mich jetzt hier hin. Könnt ihr noch ein bisschen euch das angucken? Ja, und dann sage ich mal wieder, das war's für die Folge. Und bis zum nächsten. Ciao.